Hallo, ihr Lieben! Endurex-Porno-Werbung, ja, das ist geil. Ja. Ach ja, liebe Eli Sunny, ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Ja, willkommen in meinem Stream. Ich habe mir gedacht, ich habe heute nämlich die Loot Chest bekommen und die habe ich extra noch nicht geöffnet, weil ich dachte, das machen wir heute gemeinsam. Was ich vorher schon gemacht habe, ist, ich habe die schon mal aufgeschnitten und ja, da würde ich sagen, wenn wir die mal jetzt gemeinsam auspacken und das Schöne ist, wenn ich jetzt mal nicht Bescheid weiß, was das ist, ja, weil das wieder irgendwas von Marvel ist oder was weiß ich nicht, ja. Bitte ich um eure Hilfe, wenn ihr das dann wisst. ja, war richtig. Kannst mich aber auch nur Anni nennen. Okay, danke schön, liebe Anni. Ich glaube, dein Favoritenteam ist Russland. Ja, könnte sein, ne? Das könnte sein. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier so Schönes drin haben. Oh, was ist das denn? Das sieht geil aus. Ohne Scheiß. Das ist von Batman etwas. Ich versuche das mal so in die Kamera zu halten. Könnt ihr das sehen, dass im Hintergrund so eine Garage abgebildet ist? Oder blendet das euch zu sehr? Ja, das ist das Auto von oben. Das sieht richtig cool aus. Ja, also das gefällt mir. Also da hat Carsten wieder was für in seine Vitrine. Aber das muss ich sagen, gefällt sogar mir, obwohl ich kein Batman-Fan bin oder so. Aber das gefällt mir richtig gut, auch von vorne. Ich guck mal, ob ich das schön reingehalten bekomme. Ja, so vielleicht. So könnt ihr es vielleicht sehen. Ja. So sieht das Batmobil von vorne aus. Richtig cool. Das Batmobil. Wupp, wupp. Ja, richtig cool. Ohne Scheiß. Und dann mit dieser Tankstelle und dieser Garage noch im Hintergrund. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen sehen. Richtig geiles Item, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier wieder was zum Schnubbeln. Ja. Ist auch immer mit drin. Ich glaube, das habe ich aber schon mal gehabt hier. Destroyer. Das war, glaube ich, schon mal drin. Nochmal. Nochmal. So, was haben wir denn hier? Geil. Das ist ein Item, das finde ich auch richtig geil. Ich bin ja ein Fan von Nintendo. Ja. Und hier haben wir. Ich muss leider da jetzt rüber gucken, ob ich das euch so richtig zeigen kann. Eine Kette von Super Nintendo. Richtig cool. Gefällt mir ganz gut. Richtig geil. Richtig cool. Deep Rider, ich schaue kein Fußball. Für mich ist es nur die Zeit, wo die wichtigen politischen Beschlüsse getroffen werden, weil keiner zuhört. Ah, nee, also ich liebe Fußball, muss ich sagen. Aber das Item ist echt cool. Wo kann man die klauen? Also das ist auch ein richtig schönes Item, muss ich gestehen. So, dann haben wir als nächstes. Geil. There is no time for peace. Warhammer. Ein Schild zu Warhammer. Ich hoffe, ich kann das euch jetzt hier schön darstellen. Ja, das ist aus. Ja, wie nennt man dies? Nicht Aluminium. Ja, richtig cool.
Gefällt mir auch richtig gut. Keep away from children. Oh, ja. Sind ja keine hier, wa? Geil. Ich mag Blech. Blech fiel mir nicht ein. Ich mag diese Blechschilder. Ich habe ja auch einen noch mit einem Drachen drauf. Und ich habe ja hier vorne, das könnt ihr jetzt aber nicht sehen. Aber hier vorne habe ich vor, mir ein Regal hinzumachen, wo auch meine Spiele mal alle reinkommen. Und da werde ich die dann so davor stellen. Richtig cool. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir die Box gut. Auch aufgrund dessen, weil die letzten beiden mir nicht so gut gefallen haben, weil da so viel Marvel drin war und so viel Star Wars und das sind halt einfach nicht meine Dinger. Das könnte hinten an die Holzwand. Ja, gut, dass hier alles aus Holz ist. Oh, das erschlägt einen auch so ein bisschen, das ganze Holzgedöns hier. So, was haben wir hier noch? Wir haben auch hier das Loot-Heft und in dem Loot-Heft sind neuerdings, kann ich auch mal kurz zeigen, so Kurzgeschichten drin über diesen Ivan. Das ist jetzt schon die dritte Geschichte, glaube ich, dann. Ja, hier sind dann diese so Kurzgeschichten drin. Gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen, auch wenn ich es mir noch nicht durchgelesen habe. Aber dass halt sowas mit in einem Loot-Heft drin ist, finde ich cool. Finde ich richtig, richtig cool. Ja, und das Motto ist hier vorne abgebildet. Batman, Fledermaus, wie auch immer. Cool. Hinter dir, neben der Tür, meine ich. Ach so, ja. Ja, das würde auch gehen. Stimmt, da hättet ihr auch was von, ne? So. Jetzt haben wir hier. Das ist auch wieder was für Carsten. Ein Heft. Shadowrun heißt das. Die fünfte Edition. Schnellstartregeln. Also es scheint hier wieder so eine Art Pen und Paper Geschichte zu sein. Ja. Finde ich richtig cool. Mission ADL. Richtig cool. Da hat man dann jetzt hier dann so verschiedene. Sachen hier mit drin. Finde ich richtig cool. Das ist auch wieder was für meinen Bruder. Der mag nämlich dieses Pen and Paper. Verwendung von Magie und sowas. Finde ich richtig gut. Cool. Cool. So, dann haben wir jetzt noch ein Item. So, und zwar mache ich das immer zum Schluss auf, nämlich die T-Shirts. Und da hapert es meistens bei mir, weil dann wieder irgendwelche Sachen sind, womit ich nichts anfangen kann. Ich habe, glaube ich, nur ein paar Mal wirklich richtig gelegen. Das kann ich aber in einer Hand abzählen. Ja. Wie jetzt hier auch. Ich kann damit nichts anfangen. Es sieht geil aus, das T-Shirt. Ich zeig euch das mal. Ja. Könnt ihr dazu sehen? Ja, ne? Wisst ihr, was das ist? Das T-Shirt. War kurz weg, was verpasst? Ich weiß nicht, ab wann du weg warst, DeepFighter. Wir haben noch ein Pen-and-Paper-Spiel hier drin gehabt und jetzt sind wir hier gerade bei dem T-Shirt und ich weiß mal wieder nicht, was das ist. Das hier. Wenn das einer von euch weiß. Sehr gerne schreiben. Ich würde sagen, eine Steinwand mit einer Knarre und Kopf in Schwarz-Weiß gehalten. Ja, meistens sind das ja so aus irgendwelchen Serien oder Filmen oder so. Da gucken wir mal jetzt mal hier rein. Was haben wir denn hier? Oh, man hätte auch. Also wir haben dieses Batmobil drin gehabt.
Und man hätte auch noch irgendwas anderes haben können. Ja, ich zeig euch das mal. Es waren zwei mögliche Sachen drin von Batman. Wir haben das erste gekriegt, hier das. Und das andere, ich guck mal, dass ich noch näher reinhalte, wäre auch möglich gewesen, hier in dieser Box drin zu haben. So, das T-Shirt, John Montana, sagt euch irgendwas, euch das? Aufgepasst, hier kommt die geballte Macht von zwei ausgebildeten Profikillern auf dich zu. John Wick und Tony Montana sorgen dafür, dass selbst die dunkelsten Bösewichte die Straßenseite wechseln, wenn sie dich sehen. Genieße die respektvollen Blicke, die dir ab jetzt entgegengebracht werden. Ich habe leider keine Ahnung, ob das von Joker ist, weil ich gucke halt kein Batman. Das ist mein Problem an solchen Sachen. Aber ich muss sagen, richtig geile Items. Und dieses, ich bezahle ja, kann ich euch ja erzählen, wer von, ich weiß ja nicht, ob von euch einer auf YouTube bei uns schaut. Nee, beides Batmobil, nur eine alte und eine neue Variante. Ah, okay. Ich weiß ja nicht, wer bei euch, bei uns auch auf YouTube guckt. Da mache ich ja eigentlich die Unboxings. Das ist heute mein Special, dass wir das mit einem Stream machen. Und zwar bezahle ich 5 € mehr für die Box, ja, als die normale. Ich habe also diese Plus-Box, so nennt die sich. Und das hier, ja, ist das Plus-Item. Ja, und die Kette kostet auch 13 € von Nintendo. Und das scheint auch original zu sein von Nintendo. Hier ist noch ein Aufkleber drauf, da kann man aber leider nichts drauf erkennen. Okay, ja, echt cool, muss ich sagen. Also, das hat mir richtig gut gefallen, diese Box. Auch wenn Batman oder sowas drin war, das spielte überhaupt keine Rolle. Das ist nämlich ein geiles Item. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass mein Bruder sich darüber auch mega freuen wird. Der kommt ja am Sonntag hier hin. Und ja, da kriegt er direkt mal ein richtig cooles Item, ja. So, jetzt muss ich euch hier mal rüberschieben, damit wir nämlich das Spiel starten können. So, ich mach mich jetzt wupp.